Ich bin Lea von Klasse gegen Klasse und Rio und ich bin heute hier mit Brot und Rosen am 25.11. am Tag der Beseitigung gegen Gewalt gegen Frauen, Mädchen und andere unterdrückte Geschlechter. Grund zu der Demo ist eben der 25.11. und der krasse Anstieg an patriarchaler und häuslicher Gewalt während der Corona-Krise. Im Vergleich zum letzten Jahr hat das Ganze nochmal 5% zugenommen. Es gibt fast 150.000 Fälle gemeldeter Gewalt. Die Dunkelziffer liegt bei weitem noch höher. Das wird bedingt durch die krassen Verhältnisse in der Pandemie. Man lebt mit dem Partner oder Partnerin zusammen und hat vielleicht keine Möglichkeit, am Telefon sich Hilfe zu holen. Man sieht weniger Leute, denen die Sachen auffallen könnte. Und es wird auch einfach bedingt der Anstieg der patriarchalen Gewalt durch Kurzarbeit, durch Prekarisierung, weil man auch keine Möglichkeit hat, sich eine andere Wohnung zu suchen. Heute war zudem der Streiktag von Verdi für TVL. Und es ist eine Schande, dass Verdi nicht den vielen Frauen, die heute gestreikt haben, den Erzieherinnen, den Lehrerinnen und den Sozialarbeiterinnen, die Möglichkeit gegeben hat, politisch zu streiken. Die haben heute gestreikt für 5% mehr Lohn bei 6% Inflation, was einfach eine Reallohnsenkung bedeuten würde. Und es wäre so viel krasser, wenn hier die ganzen Beschäftigten von Verdi noch wären, die für ihre materiellen Sachen, die ja gleichzeitig auch einfach ihre Lebenslagen und auch vielleicht den Anteil, den sie an patriarchaler Gewalt erfahren könnten, bedingt. Weil wenn ich mir meine Wohnung nicht leisten kann und mit meinem Partner zusammenwohne, dann habe ich auch keine Möglichkeit, bei häuslicher Gewalt auszuziehen. Wenn ich in super prekären Verhältnissen lebe und einfach materiell abhängig von meinem Partner bin, der vielleicht durch die Gender Pay Gap bedingt einfach noch mehr verdient, habe ich auch keine Möglichkeit, mit meinen Kindern oder alleine zu flüchten und mir sicheren Zuschub zu suchen. Es gibt in Berlin immer noch viel zu wenig Frauenhäuserplätze, vor allem für Frauen mit Kindern. Es gibt viel zu wenig Zufluchtswohnungen. Das wird nicht groß weiter ausgebaut. Das ist eine absolute Schande. Und deswegen sind wir heute hier. Deswegen sind wir heute hier und sind super wütend. Und es wäre einfach viel, viel, viel besser, wenn wir hier stehen würden mit den vielen Verdi-Beschäftigten und gemeinsam streiken könnten und ein größeres Zeichen setzen könnten. Ich als Sozialarbeiterin und Verdi-Mitglied wäre heute gern mit den Kolleginnen hier gewesen und gemeinsam auf die Straße gegangen für bessere Lebens- und bessere Arbeitsbedingungen. Verdi soll den vielen Beschäftigten, die in super feminisierten Berufen arbeiten, die Möglichkeit geben, auch politisch zu streiken und für ihre Rechte einzustehen.